Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Let's Play Star Wars Battlefront 2 Story Mode. Und zwar spielen wir jetzt den Wiederbelebungskampagne. Jo, dann wollen wir auch direkt mal starten. Wir spielen wieder auf Schwierigkeitsgrad Soldat. Und wir haben jetzt schon die etwas gealterte Aiden Versio bei uns hier im Ladescreen. Und zwar spielt das Ganze kurz vor Episode 7. Und zwar zu einer ähnlichen Zeit, die wir eben schon gesehen, also schon in der letzten Folge am Ende gesehen haben, wo Dell ja von Kylo Ren gestellt wurde und dann von Haas getötet wurde. Ja, die Cutscene sehen wir hier auch direkt noch einmal. Ich glaube, wir müssen das nicht hier. Ah, okay, Rückblick können wir überspringen. Dann überspringen wir den doch mal eben, weil das haben wir ja erst in der letzten Folge gesehen. Daher, Dankeschön. So. Kiaras Kometencluster. Harter Grafansystem. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Sind unterwegs. Okay, cool. Definitiv, ja, cool. Mhm. Kommt immer optimal rüber. Onkel Schiff, hab deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Dell? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pelio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Dell. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pilio war Dell auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dell ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Atula. Gerne. Ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Na, großartig. Dell, was hast du uns da wieder eingebracht? Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Triff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Say? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Die ist nicht so weit. Aber die ist das Einzige, was wir haben. Also auf geht's. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ah! Okay, cool. Man sollte auch mit beiden Sticks lenken. Wäre, glaube ich, definitiv eine Idee wert.
versuchen wir es mal. Der Atodana hat gesagt, die Jinata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, halt die Klappe. Clef sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Einfach alles töten. Ich bin selber schuld. Wer fliegt schon find so ich gut. Alt muss nicht schlecht sein. Alles, was schießt, ist gefährlich. Keine Sorge, Mom, hab eine Menge von dir gelernt. Gut. Und der nächste. Zack. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Das sind halt echt noch Schiffe der alten Republik. Also der Republik aus den Prequels. Teil 1 bis 3. Na komm. And you're... Verpiss dich doch mal. Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Sei zu mir. Wir erledigen die Transporter. Na los, geht raus. Wow, ich bin volle Kanne reingerasselt. Ja, das läuft doch super hier. Also mit dem Fliegen habe ich es heute irgendwie nicht. Tut mir leid. Greifen uns diese Transporter etwa an? Na komm. Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Seh zu mir. Wir erledigen die Transporter. Ah! Hilfe, 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 Hilfe. Schießt euch, ey. Geschütz Nummer 1. Etwas näher ran. Ich nenne das Kind beim Namen. Schwarzhandel. Na also. Konvoi zerstört. Sie entführen heute niemand mehr. Lima Kai. Zerstören wir noch. Ich muss eine Quote erfüllen. Wenn nicht hier, dann eben irgendwo anders. Das glaube ich nicht. Sie gehen nirgendwo hin. Verpisst euch, ihr kleinen Mistdinger. Sieh den Beschuss der Fregatte auf dich. Dann schalten wir die Triebwerke aus. Roger. Sag mal los. Clef hatte recht, sie bedeuten Ärger. Vielleicht den nächsten Würmfeld und Krack. Okay.
dann mal auf die nächsten paar Triebwerke hier. Und schießen. Einfach kurz. Einfach kurz. Yeah. Nice. Und den jetzt. Die brauche ich! Hör sie auf! Gut. Geschafft! Die Triebwerke sind hinüber! Und ich bin auch hinüber. Geil. Das Ding hat dann doch sehr abrupt gestoppt. Kai ist in einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir. Und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei. Ich denke Klima Kai ab. Du erledigst die anderen. Zane, warte! Zu spät! Verpisst euch! Okay, cool. Lassen Sie das! Sie werden nicht gewinnen! Ja. Wenn man sich gegenheilen kann, braucht man keine Illusionen. Auf der steht Ihr Name drauf! Okay, das reicht jetzt! Du verlässt mich einfach? Wissen Sie, ich habe den Job nur übernommen, weil es hieß, er sei einfach! Feste Bezahlung, warme Mahlzeiten, kaum Leute, die mir in den Rücken fallen wollen. In meiner Branche ist das praktisch Ruhestand. Ah, verdammt! Ich weiß, das klingt jetzt hart, aber ich hab den Kerl wirklich gehasst. Hast du dich verirrt? Ich hol mir die Fregatte. Warte. Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer weg, geben Sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass all unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Aber die wissen das nicht. Guter Punkt. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Ist gestanden. Clapp hat Dell abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. War doch. Ginata Sicherheit, Hauptquartier.
Gut, dann würde ich sagen. Nein, warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Gleb gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ja nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 Story Mode. Bis dann und tschüss.